Einen wunderschönen guten Morgen da draußen und ein herzliches Zurück aus dem wunderschönen Urlaub, den Kirsten verbracht hat. Liebe Kirsten, ich freue mich, dass du wieder da bist. Ja, ich freue mich auch wieder da zu sein. Ich habe euch natürlich alle furchtbar vermisst. Ich habe eigentlich an nichts anderes gedacht, als an die liebe Community hier daheim. Und es ist wunderschön, wieder mit euch zusammen zu sein. Kirsten, und das Ganze auch noch Sonntag früh. Du bist ja, also du bist aus dem Zug gesprungen und bist sozusagen gleich hierher geeilt, um gemeinsam mit mir die Magie der drei nachzuvollziehen. Ja, liebe Kirsten, hast du uns denn was aus Venedig mitgebracht? Ich habe was um den Hals, was ich mir in Venedig geleistet habe. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann, aber es Was ist ist das? Swarovski? Swarovski, nein. Kann man es sehen? Ja, es ist ein funkelnder Stein. Ja, es ist ein funkelnder Stein aus dem sehr interessanten jüdischen Ghetto in Venedig. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Aber es ist ein Ghetto, das wirklich eins war, das man erstmal in den Malaria-Sümpfen angelegt hat im Mittelalter. Und dann gehst du da rein und du hast eine richtig fette Mauer drumherum, noch aus dem Mittelalter. Und die konnten halt dann abends um 8 wurden die Mauern geschlossen und man kam weder rein noch raus. Und es ist wirklich sehr skurril, da reinzugehen. Und gleichzeitig ist da jetzt eine sehr boomende Künstlerszene inzwischen, und da habe ich mir dieses kleine Symbol organisiert, ne, dass das Zeichen für Leben ist. Und ich dachte, das hänge ich mir heute um, weil es ja um die Zahl 3 geht. Ja, das ist natürlich sehr weise. Man fragt hier, ist es aus Murano-Glas oder ist es ein Stein? Es ist aus Murano-Glas natürlich. Wir waren auch auf Murano und haben uns eine private Glasbläser-Tour gegönnt, die sehr lustig war. Und ja, es war einfach eine tolle Zeit. Wir hatten wunderschönes Wetter. Ich kann allen da draußen nur empfehlen, nehmt nicht das Flugzeug, gönnt euch den Nachtzug. Das ist super entspannt. Man hat viel, viel mehr Zeit. Und ja, es war toll. Wir hatten wirklich eine super Und Zeit. man kommt vor allen Dingen in München vorbei. Ne? Das sollte man auch noch erwähnen. Ganz genau, ganz München, die genau. Drehscheibe zur Welt und nach Italien und überhaupt in die schönsten Gefilde der Welt. Alle Wege führen über München, Kirsten. So ist das Ganz nun mal. genau. Zumindest, wenn man nach Italien möchte. Ja, sehr, sehr schön. Also wie gesagt, wir sind alle ganz furchtbar glücklich, dass du wieder da bist. Wir haben dir natürlich den Urlaub zutiefst gegönnt. Und freuen uns natürlich, dass du jetzt mit frischen neuen Impulsen uns wieder beglücken wirst. Denn Venedig ist ja auch eine zutiefst mystische Stadt und ich bin sicher, auch dort bist du der Magie der drei begegnet. Auf jeden Und Fall. deswegen sind wir schon neugierig, wie sich das heute entwickeln wird. Wir sind, liebe Leute, im Tarotgarten und ich begrüße euch noch einmal ganz herzlich, alle, die vorher schon mit dabei waren, als ich über das Forest of Enchantment Tarot gesprochen habe. Da habe ich über The Oldest One, die Entsprechung zum Hohepriester, gesprochen. Und da kam schon eine 3 vor. Ich weiß nicht, ob ihr aufmerksam zugehört habt, aber ich habe von den drei Nornen gesprochen, die an der Welt in Esche Yggdrasil sind. Aber ich greife vor. Wir müssen erst einmal eure Kenntnisse zur Zahl 3 auffrischen. Und ich denke mal, die Zahl 3 ist uns von allen Zahlen irgendwie am verwandtesten. Warum? Weil wir sie ununterbrochen verwenden. Denn wer sagt nicht hin und wieder, aller guten Dinge sind? Drei. Genau. Oder was sagt man noch mit der Zahl 3? Alleine aus der Kartenlegerperspektive haben wir natürlich die Grundlegung Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, ne? So ist es. Wir Ja. denken in diesen zeitlichen Dimensionen sehr stark in der Drei, ne? Eben Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Wir haben Anfang. morgen, mittags, abends, Morgens, mittags, die Nacht abends, kommt auch noch dazu, Anfang, aber Mitte, Ende, These, Synthese, Antithese oder so ähnlich. These, Antithese, Synthese, richtig. Ja, so ist es. Vater, Sohn und Heiliger Geist, kann ich dann nur sagen. Was hast du noch? Ja. Ja, die, naja, und dann die, wie du es schon sagtest, die drei Nornen oder ja, die dreifache Göttin, die immer wieder gepriesen wird, ne? 333, gute Keilerei. Ich kenne das anders, Claudia. 333 bei
Ixos-Keilerei oder so ähnlich. Ja, denke ich auch. Ja. Die Heiligen Drei Könige, schreibt Claudia. Aller guten Dinge sind drei. Sagt ihr doch nochmal, was euch bei der Drei einfällt und so über den Weg läuft. Die Heilige Dreieinigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Die drei Beten, ja, wer sich ein bisschen spezieller auskennt. Der dreifältige Aspekt der Göttin, Jungfrau, Mutter, Alte. Bei Issos, nicht Ixos, genau, bei Issos-Keilerei. Das Dreigestirn, Prinz, Jungfrau und Bauer als Kölner, natürlich Anke, darfst du das sagen. Drei Wünsche, die man frei hat, ganz klar. Drei Nüsse für Aschenbrödel. Auch in den Geschichten, die wir bei den Stadtspürern erzählen, wenn ich da nochmal drauf verweisen darf. In der schaurigen Hamburg-Tour haben wir einige Geschichten, da geht es dann immer nach drei Tagen, wir haben ja auch Ostern, ne, die Auferstehungsthematik der drei Tage und so weiter. Also wir denken gerne in diesen Drei-Tage-Zyklen auch. Das kenne ich auch noch, was Luciniano schreibt. Ich zähle bis drei. Das hast du bestimmt auch schon gesagt, Kirsten, zu deinem Sohn, oder? Auf jeden Fall. Öfters zu meinem Mann. Öfters zu deinem Mann. Der Arme. Ich zähle bis drei. Das kenne ich auch noch. Komisch, ne? Warum die drei da so wichtig ist. Warum zählt man nicht bis fünf? Mhm. Körper, Geist, Seele ist natürlich auch noch wichtig. Wahrscheinlich, weil die fünf zu lange ist. Also, ja, genau. Du hast da noch eine Vorwarnung. Selbst an der Ampel haben wir ja die drei als Struktur. Ne? Ja, auf die Plätze, fertig, los. Auf die Plätze, fertig, los, genau. Dann, was haben wir noch? Die drei Lebenszyklen. Mary, da musst du mir noch sagen, das glaubt ihr das aufs Wort? Ist das irgendwie vielleicht Jugend, Erwachsenenzeit und Alter, meinst du das? Pippi Langstrumpf, 3x3 ist 9, natürlich. Die 3x3 und die 9 sind natürlich wichtig. Also ihr seht, die 3 begegnet uns irgendwo immer. Das ist auch etwas, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man zahlensensibel ist, so wie ich, es gibt eine gewisse Form von Zahlensensibilität, dann, Kirsten, hast du das gewusst, dass es das gibt? Ich würde gerne wissen, was das sein soll. Dass man zum Beispiel das Gefühl hat, wenn etwas nur zwei ist, dass es noch nicht vollständig ist, dass noch was fehlt, dass man gerne in Dreierstrukturen denkt. Ich habe ein Dreier-Fable. Jetzt oute ich mir hier gerade. Das wusstest du offensichtlich nicht. Du schaust so erstaunt. Also zum Beispiel, wenn ich ich habe gestern Pflänzchen gezogen und die werden eingesetzt. Ich kann zum Beispiel nicht 4 Pflänzchen machen. Ich muss immer eine durch 3 teilbare Zahl nehmen. Es fühlt sich für mich richtiger an. Kann es jemand von euch draußen nachvollziehen? Zwangsneurose an. Kirsten. Ja. Gibt es auch. Beispiel, wie hieß er? Gustav Mahler, glaube ich, hatte das. Der hat aber die Zahlen dann bewertet. Der hat gesagt, wenn eine Zahl eine bestimmte, wenn zum Beispiel ein Name eine bestimmte Anzahl von Buchstaben hatte und das war für ihn eine böse Zahl, dann war für ihn der Mensch böse. Das ist bei mir noch nicht der Fall. Könnte sich noch entwickeln. Du weißt ja, im Alter verschärfen sich solche Dinge. Ich weiß nicht so recht. Kennt es niemand von euch, dass man so das Gefühl hat, ich muss jetzt noch, also ich kann zum Beispiel nicht nur 2 Krapfen essen. Sondern ich esse halt dann 3. Ja, das kenne ich persönlich nicht. Ich weiß, dass es sowas in Aberglauben gibt, ne, dass man ja auch bestimmte Zahlen nicht haben soll irgendwo. Was jetzt mit der 3 würde ich das jetzt nicht unbedingt in Verbindung bringen. Aber wenn das für dich so ist, dann ist das so. Und dann hast du ja sicher noch einige andere interessante Dinge über die 3 zu sagen. Wenn das dein Geschichtsfall ist. Jetzt weißt du schon, also wenn ich das nächste Mal dich besuchen komme und es liegen nur 2 Stücke Fleisch auf dem Teller, dann fühle ich mich gleich unwohl. Ich werde dafür sorgen, dass du dann 3 Kissen hast. Eins oder 3? Eins oder 3. Da ich ja zur Zeit sowieso kein Fleisch mehr esse, ist es sowieso besser 0. Mhm. Aber 3 Kartoffeln, 2 also kannst du das nicht nachfühlen? Nein. Da liegen nur 2 Kartoffeln, da fehlt doch was. Okay, also ihr seht, die Magie der 3 greift auch in mein Leben hinein. Ich stoße auf Unverständnis. 3 Brezeln, ganz genau, lieber Florian. Und drum heißt es ja auch bei der Brezel,
backe mir ein Gebäck, durch das dreimal die Sonne scheint. Auch da hast du es wieder drinnen, ja. Also ich stehe da auf der Seite des Mythos. Südländisches offensichtlich. Was Südländisches? Ja, da Bayern und so. Stimmt, so ein Franzbrötchen hat ja irgendwie nur so zwei Schnecken, ne? Genau. Wir stehen auf Symmetrie hier. Drei kann auch sehr symmetrisch sein. Also, nun habe ich mich so ein bisschen geoutet, aber ich bin froh, dass einige von euch mich verstehen. Also, ich bin nicht alleine auf der Welt mit meinem Faible für drei. Ja, in jedem Fall fühle ich mich deswegen bei der heutigen Sendung viel wohler als bei der letzten, liebe Kirsten. Und wir ist ja lustig, dass du dann mit der Wesenszahl 2 verbunden bist, ne? Da verstehe ich auch nicht. Nachdenken. Da muss man echt drüber nachdenken. Ich habe ja die Hohepriesterin als, stimmt irgendwie nicht. Vielleicht bin ich doch anders geboren. Mhm. Aber ich kann es vielleicht erklären. Ich kann es erklären. Es gibt übrigens ein lateinisches Sprichwort, das möchte ich auch noch erwähnen, das heißt tres faciunt colloquium, Kollegium. Drei bilden ein Kollegium, eine entscheidungsfähige Mehrheit. Und da merke ich auch, deswegen sage ich, ist die 2 nicht so. Die 2 ist immer die Zahl des Streites. Ne? Wenn 2 sich streiten, wer freut sich? Der Dritte. Dritte. Müsste eigentlich aber korrekt sein, der oder die Dritte. Ja, richtig, oder das Dritte. Und wenn du sagst, 3 machen eine entscheidungsfähige Mehrheit, bei einer 3 gibt es immer eine Entscheidung. Es ist nicht möglich, zu dritt zu sein und sich zu streiten, wenn man an das Mehrheitsprinzip glaubt. Naja. Stell eine Dreiergruppe vor eine Entscheidung und sage, ihr müsst euch entscheiden und was die Mehrheit macht, was die Mehrheit wählt, wird gemacht. Dann hast du immer eine Entscheidung. Ja, und Streit gibt es trotzdem. Wieso? Ich denke hier gerade an die Konstellation Kirsten, Kurt und Roy. Aber auch das ist die klassische Dreiheit, Vater, Mutter, Kind. Mhm. Ja. Und natürlich gibt es Streit, wenn 3 verschiedene Meinungen sind. Ja. Aber es geht darum, wenn es um eine Entscheidung zwischen 2 Optionen geht, dann hast du zu dritt immer, also denk an deinen Urlaub. Gehen wir hier entlang oder gehen wir da entlang? Na? So oder so. Essen wir Pizza oder essen wir Eis? Zu dritt ist die Entscheidung immer da. Natürlich kann Christopher. Ja, aber es ist so. Ich bin mir nicht so ganz sicher, auch rückblickend auf die letzten Tage. Es ist natürlich theoretisch richtig. So, also, ihr seht, mit der 3, eine magische Zahl, ist auf alle Fälle, wird alles gut. Und ich möchte euch natürlich ein bisschen wieder was zaubern dazu, wie ich das letzte Mal schon gemacht habe. Wir fangen aber mit der 1 wieder an. Die 1 ist der Punkt, der sich teilt und die 2 ergibt. Da haben wir uns letztes Mal philosophisch drüber, Viola. Viola hat recht, auf jeden Viola Fall. Oder einer ist das und der andere jenes. So, ich meine es nochmal. Kirsten ist gar nichts, weil sie schlank bleiben will. Das ist sozusagen unser Ausgangsbild. Aus der 1 wird die 2. Aus der Einheit die Dualität. So weit waren wir gekommen. So, jetzt geht's weiter. Aus der Dualität entsteht ja. Jetzt geht's gleich weiter. Die Trinität. Es entsteht der dritte Punkt, das ist Vater, Mutter, Kind, die Dualität, enthält aber eigentlich die Dreiheit bereits in sich. Um das zu verstehen, schaut ihr bitte oben nochmal die Linie an, die beides verbindet. Wenn 2 sich miteinander verbinden, entsteht automatisch ein drittes, nämlich die Beziehung zwischen beiden. Etwas Neues entsteht immer. Und dieses Neue kann sich dann ausdrücken, das können wir sozusagen herausziehen, als die Zahl 3. Mhm. Genau. Und dann entsteht tatsächlich aus einer Linie entsteht eine Fläche. Es ist das erste Mal, dass eine Fläche entsteht. 3 Punkte ergeben eine Fläche. Und damit haben wir die minimalste Fläche, die auch Standhaftigkeit und Standfestigkeit bedeutet. Es ist immer noch wackelig. Ein Stuhl mit 3 Beinen ist eine wackelige Angelegenheit. Aber es ist besser als ein Stuhl mit nur 2 Beinen.
offensichtlich. Ja. Insofern erzeugt die 3 das erste Mal eine Form von Stabilität, mit der man es aushalten kann. Und das ist ein wichtiger Punkt, ne? Auch später für unsere Magie der 3. Die 3 erzeugt ein Gefühl von Stabilität. Und wenn man so zahlensensibel ist wie ich, dann spürt man das natürlich. Also, aber ihr da draußen versteht mich. Und wenn ihr jetzt dieses 3 seht, das ich jetzt so gezeichnet habe, wie Vater, Mutter und dann ist das dritte das Kind, also wie bei einem Stammbaum, dann kann man das natürlich auch umdrehen und dann entsteht, wir brauchen es nur um 60 Grad kippen, dann entsteht natürlich das aufrechte Dreieck. Und wenn man die jetzt beide übereinander legen würde, würde das Sechseck entstehen, aber das erspare ich uns, weil das heben wir uns auf, wenn wir dann zur Zahl 6 kommen. Aber auch dies ist jetzt nämlich noch einmal, und da merkt ihr, in der 2 liegt die 3, weil jetzt haben wir nämlich genau das, was am Anfang des Baums des Lebens steht, Keter, Hokmah und Bina, die die ersten 3 verkörpern, aber auch die erste 2 verkörpern. Keter die 1, Hokmah und Bina ist die erste Dualität, aber zusammen ergeben sie wieder die 3. Deswegen kann man das nie so trennen in der Zahlenmystik. Die 2 produziert die 3 ganz von alleine und umgekehrt verweist die 3 wiederum auf eine Einheit, denn eine neue Einheit, denn in der Mitte dieses Dreiecks entsteht jetzt automatisch in unserem Bewusstsein ein neuer Punkt. Das ist dann schon die angedeutete 4. Also könnt ihr das nachvollziehen, wenn ihr jetzt auf diese Fläche blickt, in der Mitte entsteht automatisch ein Mittelpunkt. Und das ist die bereits in der 3 angelegte 4. Dazu aber dann das nächste Mal mehr. Hast du dazu noch was zu sagen, Kirsten? Ich dachte gerade daran, wie man einen geschützten Raum aufbauen kann, einen energetischen. Mhm. Und da stellen sich 2 Leute gegenüber, so, halten ihre Hände so und konzentrieren sich darauf, dass die Energie zwischen den Händen zufließt, sich gegenseitig. Und dann konzentriert man sich darauf, dass die Energie auch von Kopf nach unten fließt, also dass man 2 Ringe hat. Mhm. Und während man das anfangs schon tut, fängt die Energie aber bereits an zu fließen. Und dann soll man sich vorstellen, dass sie kippt und man quasi in so einer Kugel steht. Und gleichzeitig ist diese Kugel aber schon im Aufbau, wenn man nur das macht. Mhm. Das ist was, was ich total spannend finde. Und da ist das eigentlich auch schon angelegt. Ich mache nur so. Ich konzentriere mich darauf, mich zu verbinden und sofort fängt alles an, sich zu bewegen. Passt jetzt vielleicht gerade nicht so rein, aber das kann mir ja. Ja, aber das ist interessant, was du sagst, weil natürlich es entsteht, wenn wir Zahlen nicht nur einfach als Zahlen sehen, sondern als geometrische Figuren sehen, und das ist das, was dir ja gerade passiert, dann entsteht immer etwas Neues, Drittes, in dem Fall die Bewegung dazu. Das wäre sozusagen auch der Übergang von der 4 in die 5. Was mir hier noch einfällt, weil du es gerade sagst, stell dich mal vor, das sind 3 Personen, die sich gegenüber, also die in einer Gruppe stehen. Wir betrachten sie von oben. Dann entsteht bei der Dreiheit auch wieder etwas. Es ist nicht mehr die Konfrontation. Bei der Zweiheit, da haben wir einer da und man blickt sich Opposition. In der Astrologie ist das die Opposition und da hören wir schon, das ist auch immer ein Gegeneinander. Die 3 erlaubt ein Miteinander mehr als die 2. Weil wir uns eben nicht mehr unmittelbar konfrontieren. Alle blicken jetzt sozusagen in einem 120-Grad-Winkel. Das wäre in der Astrologie das Trigon, was ja als ein günstiger Aspekt gilt. Es entsteht Entspannung, ja, weil man nicht mehr sich aufeinander fokussiert und damit natürlich, das ist ja auch, stellt euch das einfach mal vor, es ist unangenehm, gegenüber zu sitzen, zum Beispiel bei einem Bewerbungsgespräch oder wenn wir einem Gegner gegenüberstehen, dann ist das immer Auge um Auge, ja, oder Auge in Auge. Natürlich was anderes, wenn wir die Spannung bewusst wollen, zum Beispiel bei einem Dinner, ja, oder einem Rendezvous oder wie nennt man das? Ein Date? Date, ja. Zum Beispiel, da bewählt man bewusst das Gegenüber, oder? Da sagt man, da würde man sich jetzt nicht zu dritt hinsetzen und sagen, die Anstandsdame ist immer noch mit dabei. Also Trigon ist nichts Erotisches. Ne? Die Opposition kann eine erotische Spannung haben. Ja? Die Polarität braucht es da. Das Trigon ist eher so Vater, Mutter, Kind. Was ist denn da bitte erotisch? Das ist ja nun wirklich. Also Christopher, natürlich ist ein Trigon erotisch. Also ich bitte dich. Die Kartenlegerszene lebt von Trigonen.
Ach so, meinst du das, Kirsten? Soweit denke ich doch nicht. Das ist ja jenseits meiner Natürlich. Moralvorstellung. Das kann ich mir gar nicht denken, was du jetzt gerade denken möchtest. Verzeihung, Verzeihung. Das sind für mich eher zwei Oppositionen. Aha, aber nee, Ja, nee, wenn die ja. sich zu dritt verstehen, dann wäre es ein Trigon. Also wenn so, na gut. Dann kannst du jetzt mal den Sonntag drüber nachdenken und Dann alle gehst du drüber anderen nach. machen sich ihre eigenen Gedanken. Alle machen sich eigene Gedanken. Also in jedem Fall, ein Dreirad ist auf alle Fälle schon mal die erste Möglichkeit, sich fortzubewegen. Allerdings gilt es auch fürs Fahrrad. Da brauche ich aber mehr Balancekraft dazu. Ja, da muss ich mehr in die Balance gehen. Ja, und was es auch noch gilt, ist tatsächlich ein Tipp von mir, wenn ihr zum Beispiel ein konstruktives Gespräch zu dritt führen wollt, setzt euch ruhig mal in diese Dreierkonstellation. Setzt euch nicht nebeneinander, sondern setzt euch so, dass ihr ein solches Dreieck bildet. Ihr werdet feststellen, dass ihr schneller zu einem Ergebnis kommt, weil nämlich etwas in der Mitte etwas Neues entstehen kann. Das ist auch eine Konstellation der Kreativität. Drei sind eine zu viel, meint Claudia. Gar bin ich ganz deiner Meinung. So. Zwei sind Du einer warst zu ja wenig, könnte man derjenige, sagen. der Manche sich. sagen das. Du hast mir erklärt, dass du die drei besser findest als die zwei. Was soll ich dazu sagen jetzt? Ich denke, ich habe ja schon den ganzen Sonntag Zeit, drüber nachzudenken, Kirsten. Genau. Ich habe jetzt schon meine Aufgabe für heute bekommen. So, jetzt kommt schon wieder die Linie. Entschuldigung, hier, das wollte ich eigentlich zeigen. Also, wir sind jetzt am Baum des Lebens angekommen, und zwar die ersten, die oberen drei. Liebe Kirsten, das überlasse ich jetzt nochmal dir, vielleicht da ein paar Worte dazu zu verlieren. Ja, du hast es ja schon getan, ne? Also, du hast es beschrieben. Wir haben über Keter gesprochen, die oberste Sephira, dann Chokma hatten wir gestern, als wir das letzte Mal gesprochen haben, durchgenommen. Das ist die graue auf der Seite von Christopher, ne? Das im Jüdischen liest man von der anderen Seite her, deswegen schwingt die Energie erstmal nach dort. Und gleichzeitig, das hatten wir auch schon angedeutet, entsteht aber durch das Energiefeld, das diese beiden Sephirot miteinander haben, schon die dritte Sephira, das ist Bina. Und Bina wird dann dem Saturn auch zugeordnet, astrologisch gesehen. Und deswegen ist sie so eine schwarze, wird sie so immer so schwarz dargestellt. Wir müssen uns vorstellen, dass die die Sephirot auf der Seite von Chokma alle eher so ausdehnend sind. Das sind nicht einfach nur so Kugeln, ne, sondern es sind Energiefelder und die sind ganz ausgeweitet und pulsieren fröhlich vor sich hin. Das ist auch kein Grau, sondern eher so ein Silberton bei Chokma. Und die auf der anderen Seite, die sind alle klein, ziemlich eng und hart und balancieren halt dadurch die Energien aus, ne? Also eins dehnt sich aus und das andere zieht eher zusammen und Bina hat halt diese zusammenziehende Energie. Wenn wir das jetzt mal weiterdenken in der von dir bevorzugten Dreierkonstellation Vater, Mutter, Kind, ja, dann können wir sagen, dass hier sich A, Saturn etwas materialisiert, ja, und B, dass etwas Konkretes aus dem Energiefeld zweier Gegensätze oder ja, zweier Komponenten, die sich zusammentun, entsteht, nämlich ein Kind, ein Projekt, was immer man auch da haben möchte. Und es ist ja so, dass nach diesen drei oberen Sephirot kommt ja erst einmal nichts, der sogenannte Abyssos. Und dann beginnt ja die Welt in dem Sinne, wie wir sie kennen, oder? Gebe ich das richtig? Nee, die beginnt auch ganz, ganz, ganz unten. Okay, also Malkut unten ist dann die Welt, so Malkut, wie wir sie kennen, die materielle genau. Welt. Also diese erste Trinität ist quasi über dem Abyssos, genau. Also die ist noch absolut göttlich, aber, und das müssen wir auch bedenken, sie ist schon nicht mehr komplett das Göttliche, weil sie sich schon aufgespalten hat. Und das ist halt das, auch wenn wir auf Tarotkarten gucken, manchmal sind die Kelche halt so in Dreiecken, nicht die Kelche, und die Symbole so in Dreiecken angeordnet. Manchmal geht das Dreieck nach unten. Wenn es nach oben geht, dann heißt das, dass sich das Göttliche gespalten hat. Ne? Also es wird aus einer Einheit eine Polarität abgeleitet, so wie es ja auch in der Bibel passiert, ne? Adam und Eva.
Oder wenn es nach unten gerichtet ist, entsteht aus Zweien etwas Neues. Und irgendwo können wir gar nicht die Polarität, dass die Aufspaltung der Polarität denken, ohne dass nicht eine 3 entsteht. Das ist das, was für mich so bezeichnet ist. Keter ist die Einheit, die kann immer unteilbar sein. Aber in dem Moment, wo wir eine Polarität aufbauen, dass ja hier in diesen beiden entsteht, Chokma und Bina, ist so automatisch die 3 anwesend, so wie ich das vorhin gesagt habe. Da bildet sich automatisch diese oberen 3 Sephirot. Ja. Ich weiß nicht, ob Keter immer alleine sein kann. Das bin ich mir nicht sicher. Mhm. Ja, du hast es, glaube ich, bei der Keter auch erwähnt, dass Gott sich nach einem Gegenüber sehnt. So etwas in der Art hast du, glaube ich, erwähnt. Ja, aber das ist noch davor. Das ist ein Sof, Aua. Ja, okay. Ich glaube, es passiert sowieso alles gleichzeitig. Da werden wir wahrscheinlich, wenn wir unseren Kabbalah-Kurs machen, sehr viel ausführlicher drauf eingehen. Der Kabbalah-Kurs. Der Kabbalah-Kurs, auf den ihr alle schon wartet, der bald in der kommenden Woche uns noch tiefer beschäftigen wird, denn dann werdet ihr noch Näheres dazu erfahren. Hinter den Kulissen bereiten wir das natürlich schon mit Hochdruck vor und freuen uns natürlich tierisch drauf. Und das wird natürlich ein Kurs sein, den es in der Geheimnisakademie gibt. So wie dazu. Also, Kabbalah beschäftigt uns und da werden wir noch viel tiefer in diese Geheimnisse eintauchen. Drum lass uns jetzt zum Tarot wechseln. Und bei der Zahl 3, ja, denken wir natürlich selbstverständlich auch an die Herrscherin. Ganz genau. Ja, wir haben das jetzt schon ein bisschen herausgehört, dass die 3 halt eine Zahl ist, die sehr beliebt ist, die für etwas steht, was uns das ganze Leben lang begleitet. Und im Tarot ist die 3 die Zahl des Lebens. Und das wird durch die Herrscherin dargestellt. Die Hohepriesterin ist natürlich auch eine wichtige weibliche Persönlichkeit, wenn wir noch in diesen alten Modellen denken dürfen. Aber sie ist diejenige, die zurückgezogen von der Welt ist, die noch mehr so auf der Astralebene unterwegs ist, sich mit dem Höheren sehr bewusst verbindet und die vielleicht auch ständig, also sie wird ja auch gerne als Hebamme dargestellt, die hilft, das Leben zu gebären. Ja, das ist auch nochmal ein schöner Vergleich von der 2 in die 3. Die Herrscherin hingegen, die steht voll im Leben. Sie wird auf vielen Decks auch umgeben von einer üppigen Vegetation dargestellt. Und sie steht halt für die Natur, für die Mutterschaft, für das Gebären, den Beginn des Lebens und ganz, ganz wichtig auch, und das ist etwas, was wir sicher auch schon festgestellt haben, während wir jetzt vorhin über die 3 philosophiert haben, für die Kreativität. Genau. Das sind die wichtigsten Stichworte, die mit der Herrscherin verbunden sind. Das ist das, was ich vorhin meinte, dass die 2 die 3 fast zwingend gebiert. Und das wird mir jetzt gerade auch so bewusst, das ist natürlich genau das, was die Herrscherin verkörpert. Sie wird ja auch gerade in moderneren Decks oftmals auch schwanger dargestellt sogar. Und in einigen Decks, wie im Forest of Enchantment, hat sie ihr Kind bereits auf dem Schoß sitzen und assoziiert natürlich dann Figuren wie die Isis mit dem Horuskind oder auch die Jungfrau Maria mit dem Christuskind. Also den mütterlichen Aspekt. Ja, ich habe da sogar eine kleine persönliche Geschichte zu. Nur zu. falls ihr die hören wollt. Ich habe erst sehr spät einen Kinderwunsch entwickelt und dann hat das aber gar nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ich habe dann, ich bin einmal nach Bremen gefahren zu einem, wir haben damals viele Tarot-Treffen in diversen Städten gehabt, das war in Bremen. Und da habe ich dann, hat einer gesagt, lass uns doch mal Karten ziehen, jeder hat einen Wunsch frei, ja. Und ich habe dann die Karte gezogen, die ich immer noch in meinem Badezimmer stehen habe, nämlich diese hier. Aha. Und ihr seht hier eine schöne, schwangere Herrscherin. Ach, tatsächlich.
Das ist das Lo Scarabeo Classic Deck. Ich weiß gar Okay. nicht, ob es das noch gibt. Und ich habe diese Karte gesehen und wusste, ich werde schwanger. Und siehe da, 3 Wochen später war ich schon schwanger. Das war ganz schön. Ja, du siehst, die Herrscherin hat geholfen, aus Ja, zwei allerdings. drei zu machen. Denn zu diesem Spiel gehören immer zwei, heißt es so schön. Ja, hervorragend, ein Be gutes Beispiel für die Herrscherin. Und dann würde ich mal sagen, wir haben jetzt mal all diese Gedanken zur Zahl 3 im Kopf, während wir uns mit den Dreiern im Tarot beschäftigen, den Dreierkarten beschäftigen. Wie alt ich bin, fragt Schwung Radeli. Viel zu jung, Kirsten. Ja, ich bin der gleiche Jahrgang wie Christopher. Ja, nun könnt ihr mal ra Rätsel raten. Genau, ihr könnt Ich jetzt meine, Rätsel man raten. muss nur googeln, dann weiß man das. Aber gut, wir gehen einfach mal. Wir sind. Nein, leider nicht. Meine Jahreszahl ist nicht durch drei teilbar mehr. Deine schon noch. Meine Jahreszahl ist Dein meine Jahreszahl. Alter ist nicht mehr durch. Mein Alter ist nicht mehr durch drei teilbar. Gibt es da eine Regel, dass man ab einem bestimmten Alter nicht mehr durch 3 teilbar ist? Ja, wie alt bist du? Und dann teilst durch Ja, drei. Geht's oder geht's nicht? wenn ich 60 bin, dann kann ich es durch 3 teilen. Genau. Wenn du 60 bist, wenn du 54 bist, immer wenn die Quersumme eine durch drei teilbare Zahl ergibt, bist du durch drei teilbar. Na, Da ich ein schön. bisschen älter bin wie du, aber lassen wir das. Wir lassen. Wir reden heute Aber du über weißt, das ich hab Leben. einen Faible für die drei, deswegen fühle ich mich jetzt gerade nicht so glücklich. Ja, in jedem Fall, wir haben hier die drei der Stäbe. Ich habe das letzte Mal ja immer so Bilder dazu gebracht, die das ein bisschen verkörpern. Das fiel mir ein bisschen schwer diesmal. Deswegen würde ich dich mal bitten, liebe Kirsten, wir sind ja im Marseillaiser-Tarot und ich lege einfach dazu oder zeige dazu die Karten aus dem Rider-Waite-Smith-Tarot, dass wir so ein bisschen den Unterschied sehen. Was würdest du jetzt sagen, was verkörpert die Anordnung der drei der Stäbe auf diese Art und Weise? Ich meine, ich kann jetzt meine Spekulation für mich angeben. Ich würde mal sagen, wir haben die gekreuzten Stäbe des letzten Mals. Da haben wir ja zwei Ritter, die miteinander kämpfen, die Stäbe, die Schwerterkreuze oder was auch immer. Und jetzt kommt ein dritter Stab in der Mitte dazu, der ein bisschen wie Waffenstillstand für mich verkörpert. Sozusagen der dritte Stab sagt so, ihr beiden Streithanseln, jetzt ist hier mal Schluss. Ja, jetzt bleiben wir mal schön im Gleichgewicht. Irgendwie nimmt für mich dieser Stab die Dynamik raus. Wie siehst du Ja, das? ich würde das ganz genauso sehen, ne? Also er ist hinter den beiden Stäben, ne? Also er ist noch nicht irgendwie so niederdrückend, würde ich sagen. Also er lässt den beiden noch Raum, sich zu entfalten. Aber man sieht, das hast du ja auch vorhin beschrieben, ne? Es fällt eine Entscheidung, wenn drei unterwegs sind. Er ist bereit zu sagen, jetzt ist aber genug. Wenn das überschwappt, so würde ich das definieren. Wir können es aber auch, entschuldige, Ja. wenn wir nochmal zurückdenken an die Kabbala, ne, dass aus Keter das so runterfließt. Also man könnte sich auch vorstellen, dass man so hochschaut und dann diese drei Stäbe, die so langsam nach unten sich entwickeln, sich so vorstellt. Naja, da kommen ja so an den Ecken tatsächlich auch hier so wie so Keimblätter raus. Ich finde, das ist hier vielleicht versteckt. Vielleicht interpretiere ich es auch nur hinein, aber ich finde, dass diese. Das sind wie die Keimblätter, wenn man so Samenkörner sieht, da kommen immer zuerst so zwei kräftige Blätter raus und dann wachsen ja andere, wächst die eigentliche Pflanze. Also diese Keimblätter sind dazu da, das Erdreich zu durchstoßen, damit der Pflanze der Weg gebahnt wird. Und daran erinnern mich diese Blätter hier so ein bisschen. Und das ist der Beginn von etwas Schöpferischem, was entstehen, denn da kommt dieser Kreativaspekt. Vielleicht verborgen durch. Wir wissen wahrscheinlich nicht, ob im Tarot de Marseille die Künstler bei den kleinen
Karten, bei den Zahlenkarten auch so bildhaft denken, wie wir das gerade tun. Aber für mich ist es eine Stütze, mir zumindest würde ich mit dem Tarot de Marseille arbeiten, wie ich es mir merken könnte. Mhm. Auf jeden Im Fall. Rider-Waite-Tarot, Rider-Waite-Smith-Tarot, da haben wir hier diese Darstellung, Kirsten. Mhm. Wie geht das überein? Ich sehe auch die Stäbe, an denen sich so kleine Blättchen entwickeln. Da haben wir das. Ne? Also wie sieht das ja hier so? Also prinzipiell sind diese Blättchen immer zu sehen bei den Stäben bei Waite und Smith. Und was mir bei den dreien bei Waite und Smith stark auffällt, ist, dass die Elemente auch immer in Dreiecken angerichtet sind. Also wenn du nochmal die Karte zeigst, dann sieht man, dass da oben, ne, praktisch ein Dreieck entsteht, dadurch, wie die Stäbe arrangiert sind. Mhm. Und ich will jetzt nicht komplett alles wiederholen, ja, was wir jetzt da bei den Zweien hatten, aber man sieht deutlich, dass sich die Gewichtung des Menschen, der zwischen diesen Stäben steht, bei der Zwei steht ja auch jemand zwischen den Stäben, verlagert hat. Da ist eine neue Energie da und es ist eine sehr dynamische Energie auf einmal entstanden, während wir bei den Zwei der Stäben, schaut euch dazu doch einfach nochmal das Video vom letzten Mal an, ja, eine eher stille Energie haben. Ne? Und hier ist jetzt jemand in Aufbruchsstimmung offensichtlich. Ganz genau. Ne? Er ist auch von uns weggewandt jetzt. Ne? Er ist bereit, die Welt, die er noch in den Händen hält auf der Zwei, die liegt ihm jetzt zu Füßen. Und er ist bereit, sich ins Abenteuer zu stürzen. Also hier war es noch sozusagen in der Gedankenwelt. Hier hat man drüber nachgedacht, die Kugel in der Hand haltend, darüber philosophierend. Und hier ist man sozusagen schon einen Schritt weiter. Jetzt liegt die Welt einem zu Füßen, man muss nur noch aufbrechen und losziehen. Ganz genau. Ja. Ich würde einmal kurz gern auf das Thema Wesenskarten eingehen, weil das ein großes Thema im Chat ist. Aha, okay. Geht doch bitte auf den Kanal der Mantika und da haben wir mehrere Videos dazu bereitgestellt, wie man mit den Wesenskarten umgeht. Und ich glaube, Christopher, wir beide haben auch schon mal uns darüber unterhalten, oder? Ja, wir haben... Wir haben einen Pay-Content gemacht. Genau. Ja. Es gibt einen ausführlichen Vortrag dazu, auch bezogen auf die Wesenskarte im Zusammenhang mit dem Jahr 2022. Da haben wir auf der Geheimnisakademie, da könnt ihr das erwerben, Vorträge dazu gemacht, die dann aber auch deutlicher noch auf das Jahr 2022 eingehen. Und es gibt aber auch einen kostenfreien Vortrag auch auf der Geheimnisakademie, fällt mir gerade ein. Einfach mal Wesenskarte eingeben und dann findet ihr das. So, dann haben wir die nächste Karte. Wir sind ja mit dem Feuerelement, das ist 3 des Feuers, würde man sagen. Ja. Also da geht es viel um den Willen. Wenn wir jetzt da habe ich die Ritter nochmal drin, aber wenn wir jetzt hier auf die Kelche eingehen, da finde ich es interessant, jetzt kommen wir ja so in die Sphäre des Gefühls. Da finde ich es zum Beispiel sehr interessant in der Darstellung. Erstmal, es ist ein Dreieck, ganz klar sichtbar. Und dadurch entsteht ja auch so etwas wie dieser Raum, von dem ich vorher erzählt habe. Und in diesem Raum, da entspringt etwas, genauso aus der Mitte, wie ich das dargestellt habe, etwas Viertes bereits. Und dort, wo bei den Stäben noch so die Keimblätter zu sehen sind, wächst hier tatsächlich schon ja, so eine Art Blüte oder es ist sogar vielleicht eine Frucht, die daraus sich entwickelt. Und da ja die Kelche mit Gefühlen oder auch mit Liebe in Verbindung gebracht werden, finde ich das ganz passend. Auch, dass da so was Wässriges in der Mitte eine blaue Farbe da ist. Wobei natürlich die Farbgebung, da weiß ich jetzt nicht genau, Kirsten, das weißt vielleicht du, ob das eine originale Farbgebung ist oder ob die auch später dazu gebracht wurde. Ja, inzwischen weiß ich ja, dass es kein Marseille-Deck gibt, sondern nur den Typ Marseille. Okay. Mhm. Und da gibt es einfach unterschiedliche Farbgebungen. Okay. Also kann man jetzt nicht davon ausgehen, dass es eine Originalfarbgebung, das ist eine der Farbgebungen, die man entwickelt hat. Ja. Und da merke ich bei dieser 3 auch, gut, ich bin natürlich auch geprägt durch die Bilderwelt des Rider-Waite-Smith, die ich jetzt hier auch gleich dazu tue, die 3 tanzenden Damen. Mhm.
Ja, da hast du jetzt ja die Möglichkeit, das hast du ja vorhin angeteased, über die Nornen zu philosophieren. Ne? Also für mich ist dieses Bild immer eins, das Primavera nachempfunden ist von Botticelli. Und gleichzeitig kann man hier die dreifache Göttin verkörpert sehen, die auch im Tarot sowieso dargestellt wird durch die Hohepriesterin, die Herrscherin und die Karte Mond. Und man kann vielleicht auch den Eremiten dazu nehmen als die dreifache Göttin, wenn man ihn als weiblich darstellt, aber eigentlich ist es die Mondverbindung. Ja, und wir sehen hier sehr deutlich, wie sie dieses Dreieck der Fülle, was wir auch auf dem Marseille-Typus dargestellt sehen, hochhalten und dass es eine Karte der Feier ist. Sie wird auch die Karte der hohen Zeit tituliert und soll die Feier einer Geburt darstellen oder die Feier einer Hochzeit. Eine Erntesymbolik ist auf jeden Fall auch zu erkennen. Wir haben Kürbisse auf der Karte. Das geht in die Richtung. Naja, und vor allen Dingen, vielleicht sind es, also ich würde es gar nicht an die drei Nornen denken, an die muss man natürlich bei der Zahl 3 auch denken, aber bei dieser Karte eher an die drei Grazien denken, die ja auch. Und ich glaube, bei Botticelli Primavera sind es auch Grazien, die er darstellt. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, es sind Grazien. Ja. Und weil die Nornen natürlich jetzt nicht die Kelche heben würden und feiern würden. Dazu ist das, was sie tun, viel zu, naja, nicht die Nornen, wie ich sie mir vorstelle, Kirsten. Ich sehe schon, Kirsten schreibt die Mythen alle um. Da wird nur noch getrunken, gelacht, getanzt und sich vergnügt. Ja. Naja, so ist das mit dir. Wenn man mit Fischen zusammenarbeitet, liebe Leute, ist das so. Die denken an nichts anderes als Rausch und berauscht sein und Fröhlichkeit. Ne? Als Steinbock muss man sich da muss man einfach, da muss man durch. Ja. So, aber hier, das hat schon was Rauschhaftes, ne? Also könnte man schon sagen, also. Naja, also. So wie die sich umeinander drehen und tanzen. Es ist eine zahme Orgie, die da angedeutet wird. Ja, für eine richtige Orgie fehlt ja auch noch ein bisschen was. Ja, eben. Gut. Die nächste Karte ist die 3 der Schwerter. Wir haben ja normalerweise im Tarot des Marseille-Typs, um es jetzt mal richtig zu sagen, haben wir immer die Krummschwerter. Hier haben wir tatsächlich ein gerades Schwert. Und da kommt noch einmal dieses Thema vielleicht durch, dass wir ein drittes Schwert haben, das zwischen den beiden Krummschwertern Frieden stiftet. Ich weiß jetzt gar nicht, Kirsten, das weißt du, die haben doch auch so Titel. Bei Crowley hat der, haben die doch so Titel. Weißt du zufällig den Titel der 3 der Schwerter? Ja, das ist der, der am unsympathischsten ist. Der heißt Kummer. Und bei 3 der Kelche? 3 der Kelche ist die, nicht die Üppigkeit, sondern die Genuss. Nee, Genuss ist die 6. Freude? Ich habe es gerade nicht parat. Das ist nicht parat. Nicht schlimm. Ist das relevant gerade? Nee, ich habe das fiel mir nur gerade ein, ob das, ob das irgendwie vielleicht einen Zusammenhang geben könnte und dass man das auf das Tarot de Marseille übertragen könnte. Also Kummer ist ja Freude, an dieser. Ich bin noch am Überlegen bei dir. Ich habe gerade einen Blackout. Mach weiter. Ist kein Problem. Vielleicht fällt es uns ja ein. Und vielleicht weiß es ja auch jemand da draußen. Wir haben ja, eine sehr rege Community. Danke, Fülle. Ja, Fülle. Okay, vielen Dank. Und Kummer. Warum Kummer, Kirsten? Und wie können wir das mit dem Bild vom Tarot de Marseille verbinden? Ja, du hast schon ein gutes Beispiel dafür gebracht. Die Entscheidung. Ne, es ist ja super schön, wenn bei 3 eine Entscheidung gefallen wird, aber einer von den 3 wird vielleicht gar nicht zufrieden sein mit dem, was da entschieden wurde. Ne? Diese Situation war in meinem Kopf, als ich über das Entscheiden bei der 3 nachgedacht habe. Und daraus entsteht eine Sorge, ein Abschied, ein etwas, was nicht so angenehm ist. Und ich versuche jetzt gerade auch, das nochmal auf mich selbst runterzubrechen, wenn ich die Qual der Wahl habe zwischen unterschiedlichen Dingen, die ich tun möchte oder Sachen, die ich vielleicht erledigen muss,
dann mich für etwas entscheiden muss, ja, weil es sonst nicht weitergeht, weil ich sonst stagniere, bedeutet das, dass ich etwas hinter mir lassen muss, etwas aufgeben muss, zurücklassen muss. Jemanden aufgeben muss, zurücklassen muss. Und das kann einen Kopfschmerz verursachen. Kein Herzschmerz, unbedingt einen Kopfschmerz. Wobei hier natürlich Rider-Waite-Smith ein von Schmerzen durchbohrtes Herz zeigen. Das erinnert mich immer an die schmerzhafte Mutter Gottes. Das ist auch so eine Darstellung, die wir oft haben, wo eine Maria mit einem Schwert, das ihr Herz durchbohrt wird, dargestellt wird. Das ist allerdings nur ein Schwert und nicht drei. Aber hier geht es schon noch um Herzschmerz. Ist das so eine Karte, die man, wenn sie in einer Legung zum Thema Liebe gezogen wird, auf Herzschmerz hindeutet? Oder ist das zu platt? Ja, das wird immer gemacht, aber für mich trifft das nicht zu. Also wir sind nicht im Bereich der Gefühle, sondern im Bereich des Kopfes. Genau. Für mich hat diese Karte sehr oft mit gekränkter Eitelkeit zu tun. Okay. Also es ist so ein, der verlässt mich jetzt, aber eigentlich wollte ich den vielleicht gar nicht mehr. Oder wie, da draußen knutschen alle im Park, warum habe ich das denn nicht? Das ist eher für mich diese Energie, die von dieser Karte ausgeht. Die Traurigkeit des Herzens, die ist dann eher sowas bei der 5 der Kelche oder so, für mich. Also man könnte auch sagen eventuell, dass wir hier bei dieser Karte, das Thema Kummer ist auch immer ein Kummer, den ich mir mache durch Grübelei, durch Gedanken, die ich mir mache, die mich ins Negative ziehen, pessimistische Gedanken möglicherweise. Charlie schreibt hier gerade sehr schön. Die Liebe kaputt denken, finde ich super. Ja. Schwerte, die mein Herz, das eigentlich ja hier recht gut, also das Herz sieht ja eigentlich so voll in seiner Kraft aus. Und die Schwerter sind dann die Gedanken, ich zerdenke das, was ich fühle und mache mir vielleicht zu große Sorgen auch. Ne? Vielleicht ist Kummer und Sorge ist vielleicht das, was in dieser Karte am deutlichsten ist. Also für mich regnet's. Im Hintergrund sehen wir ja die regnenden Wolken. Mhm. Ja, also natürlich denken, assoziieren alle damit Herzschmerz, weil wir das von tätowierten Matrosen kennen. Mhm. Aber es ist eine romantisierte Darstellung von Herzschmerz. Ja, das habe ich schon öfter, glaube ich, mal angebracht, Winterreise von Schubert, ja, wo er halt gedanklich auch einen Schmerz verarbeitet. Aber es ist nicht, dass ich glaube, aus meiner Erfahrung als Kartenlegerin heraus, wenn die drei der Schwerter kommt, ist es nicht so ein, ich bin aufgelöst, unglücklich, sonst was, sondern es hat viel mit dem Kopf zu tun. Ich kriege es halt noch nicht ganz mit der Zahl 3 so in Verbindung, weil wir können sagen, bei der 3 der Stäbe, der Wille, die Durchsetzung, das Feurige kommt in die Phase der Kreativität. Das Gefühl kommt in die Phase der Kreativität. Wir sind zu dritt, wir können feiern, wir können eine Party machen. Das wird ja ab 3 erst richtig lustig. Zu zweit eine Party ist irgendwie blöd. Und bei der 2 in der 2 der Schwerter bist du immer in der Schwebe. Mhm. Ja, und gehst nicht in, wagst dich vielleicht auch nicht vor. In der 3 der Schwerter sind die Karten gefallen, Attacke los und jetzt auch auf Gefahr hin, dass das nachteilig ist oder dass du was riskierst oder dass etwas auf der Strecke bleibt, gehst du nach vorne. Das war ja auch Mond in der Waage, ne? Ja. Genau. Und hier. Also bei mir zum Beispiel, 3 der Schwerter, ich musste einmal in meinem Leben, Gott sei Dank nur einmal, Schluss mit jemandem machen. Sonst haben das netterweise die anderen übernommen. Und ich bin daran fast krepiert. Nicht, weil ich wollte ja Schluss machen, aber der Gedanke, was passiert, wenn ich jetzt diese Worte ausspreche, war für mich so furchtbar, dass ich immer in der 2 der Schwerter blieb, bis ich es mich dann getraut habe. Und dann war es entsetzlich. Aber dann war es auch gut. Also man könnte sagen, die 2 der Schwerter, da bin ich noch so im Hin und Her. Ne? Da hält sich das Für und Wider die Waage.
Und beim Drei der Schwerter komme ich aus dem Für und Wider raus. So im Sinne von, drei ergeben eine Entscheidung, jetzt muss es weitergehen. Und das ist immer auch ein Abschied davon, von dem Zustand, wenn es nur in Gedanken existiert und ich nur hin und her mich bewege damit, dann ist das zwar unangenehm, aber es tut noch nichts. Wenn ich dann aber sage, okay, jetzt musst du dich für eins entscheiden und gegen das andere entscheiden, dann bist du schon sozusagen zwar einen Schritt weiter, das ist der Moment der Kreativität, dann kann auch endlich was Neues in dein Leben kommen, aber du musst durch diesen Schmerz der Entscheidung gehen. Ja. Sehr gut. Interessant, die drei der Münzen, die wird ja im Tarot de Marseille-Style-Deck mit dem nach unten gerichteten Dreieck verkörpert. Ja, also das ist, hatten wir vorhin, die Kelche waren mit einem nach oben gerichteten Dreieck. Und hier haben wir es ein nach unten gerichtetes Dreieck, also dass eher dieses Vater-Mutter-Kind-Thema hat. Oder man könnte auch sagen, ein nach unten gerichtetes Dreieck ist ein weibliches Dreieck. Es ist das Dreieck der Erde zum Beispiel. Weil sie nach unten sich richtet, weil die Energie nach unten fließt, in die Tiefe fließt, also in die Materialisation. Hier ist das nur ganz das kurz, die Pflanzen, die drumherum sind, sind hier besonders üppig, wollte ich nur sagen. Genau, also das macht ja auch total Sinn. Wir sind im Bereich der Erde, das materialisierende Element, ne? Und hier lässt die Schwerkraft dann alles fallen sozusagen. Und gleichzeitig haben wir natürlich hier sehr stark zwei irdische Dinge, Menschen, sonst was, die sich verbinden und etwas Konkretes produzieren. Und deswegen, das ist übrigens wieder die Kaffeemaschine im Hintergrund. Ah, ja. Entschuldigung, die hat es zwischenzeitlich mal wieder eingeschaltet. Die meisten Leute wissen das, wenn sie Streams erfolgen, dass sich irgendwann die Kaffeemaschine meldet. Ja, im Rider-Waite-Smith-Tarot wiederum, oder einfach Waite-Smith-Tarot, ich weiß gar nicht, warum man den Verleger immer erwähnen muss. Ja, lass es doch einfach. Ich lasse es jetzt einfach. Das ist so ein Selbstläufer. Mach dich mal frei. Entscheide dich mal. Ich mach mich mal frei hier. Aber du weißt ja, drei der Schwerter, es fügt mir Kummer zu. Ich habe ja immer den Table für die Zahl 3. Rider-Waite-Smith ist okay, aber Waite-Smith? Mhm. Naja, man weiß es nicht. Gut, wir haben hier bei der 3 der Münzen, haben wir, finde ich, das ist eine der spannendsten Karten, wie ich finde, die übrigens auch von dir immer wieder gerne mal auf der Tour Geheimes Hamburg gezückt wird. Ganz genau, mhm. Es ist die sogenannte Freimaurerkarte. Mhm. Denn wir sehen da ja drei Personen, ne? Wir sehen einen Handwerker, einen Geistlichen und jemanden, der wahrscheinlich der Baumeister ist. Er hat einen Bauplan in der Hand, die zusammen einen Tempel errichten. Und die drei Münzen sind jetzt wieder so angeordnet, dass sie von oben nach unten sich breit machen. Aber es geht hier quasi um die letzten Handgriffe daran, einen Tempel zu erstellen. Und das ist natürlich eine super gute Karte, wenn es darum geht, etwas im Leben zu materialisieren. Entweder gemeinsam in einem Team, wie das hier dargestellt wird, oder wir können dieses Team auch sehen als Körper, Geist und Seele. Mhm. Also die Seele natürlich der Geistliche, der Geist, der Baumeister, der sich das ausdenkt, und der Körper, der Handwerker, der es ausführt. Mhm. Also hier wird die drei richtig zelebriert, wie ich finde, in all ihren auch positiven Facetten. Und es ist auch eine durchwegs, würde ich mal sagen, konstruktive Karte. Es ist eine Karte, wo du sagst, der Materialisation ins Irdische hinein. Und Claudia schreibt hier von der letzte Schliff. Und Schwungradeli meint, es ist eine der krassesten Karten für sie. Ich denke auch mal, was mich immer wundert, ist, warum der noch so auf dem Bänkchen steht. Hast du da eine Idee? Warum er auf der Bank steht? Habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber vielleicht, weil er sehr klein ist. Ja, das wird es sein. Nein, vielleicht ist es ja ein Einseihungs-. Ich bin ja selbst keine Freimaurer. Das darf, weiß ich gar nicht, ob man ihnen sagen darf, weil die mögen ja eigentlich nur Männer.
Vielleicht müssen die über eine kleine Bank gehen, über sieben Brücken oder sonst was bei ihren Ritualen. Da weißt du doch sicher mehr, Christopher. Komm, sag uns doch mal. Ich bin natürlich auch kein Freimaurer. Nicht, dass hier falsche Vorstellungen geweckt werden. Ich weiß es auch nicht. Wir werden es herausfinden und im Laufe der Zeit werden wir das lösen. Müssen wir vielleicht... Was Susanne schreibt, der ist ein Stück aufgestiegen. Ja. Vielleicht ist aber auch das meine ich eben auch, dass der Handwerker, also der Maurer selbst, obwohl die beiden anderen, der eine denkt sich's aus, der andere gibt seinen Segen, ist eigentlich der Erhöhte ist, der Wichtigste von allen ist der es umsetzt. Die Geheimnisse der Freimaurerei, deswegen heißen sie auch nicht Freigeistliche oder Freiarchitekten, sondern Freimaurer, besteht natürlich in der Handwerkskunst. Ja, das ist eine große Kunst. Und es heißt ja auch der große Baumeister. Also der wirklich die Instrumente in die Hand nimmt und etwas tut damit. Ja. Und man sieht auch, die beiden einen stehen ja auch in dem einen Torbogen und er ist eigentlich derjenige, der im anderen steht. Also er ist schon ein bisschen abgehoben an dieser Stelle. Ja, er guckt die beiden auch an, ne, und scheint so zu warten, darf ich jetzt endlich zuschlagen? Genau. Und die anderen meinen beratschlagen noch. Und das ist vielleicht auch das, was... Gibt es eigentlich eine eher negative Bedeutung der Karte auch? Was sagt man über die? Also... Sie hat manchmal den Untertitel harte Arbeit. Okay. Ne? Sie sagt halt, dass du dich wirklich anstrengen musst, um etwas zu bekommen. Aber wenn du das tust, sie ist, Christopher, deine Karte, Mars im Steinbock zugeordnet, dann bekommst du es auch. Mars im Steinbock. Mars ist im Steinbock erhöht. Deswegen passt das gut zusammen. Genau, er symbolisiert vielleicht auch den Mars, ne, der erhöht ist. Ja, Kirsten, das ist es. Ich glaube, wir haben es gefunden. Wir haben ein Rätsel des Tarot gelöst. Das ist der erhöhte Mars. Das ist der erhöhte Mars. Ist eigentlich logisch. Aber warum der Steinbock so einen komischen Kittel-Dings anhat, ist mir unklar. Die Google? Wahrscheinlich ein Venezianer. Ja, also der hat ja schon was sehr Seltsames an, dieser Baum. Ja, das ist so eine Google. Ich meine, das einzig Seltsame sind die roten Punkte drauf. Ja, das ist schon sehr komisch. Ich finde den Geistlichen, der sieht so unsympathisch aus. Ja, weißt du eigentlich die astrologischen Zuordnungen der anderen auch, der anderen Dreierkarten? Die drei der Stäbe ist Sonne im Widder. Die drei der Kelche ist irgendwas mit Krebs. Die drei der Schwerter ist Saturn in der Waage. Ich habe das gerade jetzt nicht vorbereitet. Okay. Ich komme ja gerade aus dem Urlaub. Ja, das heißt dir verbunden. Aber nochmal Verweis, auch bei den Wesenskarten-Videos der Mantika geben wir alle astrologischen Korrespondenzen an. Ja, ich habe es jetzt ja auch nicht vorbereitet. Insofern müssen wir euch da im Unklaren lassen. Aber es gibt Quellen, wo ihr das ganz einfach nachschauen könnt. Ich habe jetzt ja auch hier keine parat, ich müsste aufstehen und gucken. Ja, ihr Lieben, vielleicht finde ich es beim Armin. Aber der liegt unter einem riesigen Stapel anderer Bücher. Ja, ich müsste jetzt mein Computerprogramm anschmeißen und ich habe so ein bisschen Angst, dass das... Das tust du bitte nicht. Wir haben schon Erfahrungen damit gemacht, wenn du irgendwas an deinem Computer manipulierst. So, ihr lieben Leute, aber ich glaube... wir sind eigentlich auch schon am Ende unserer Ausführungen angekommen. Ich denke auch. Und wir wollten eigentlich euch noch ein kleines Orakel zu Gemüte führen. Ich habe es hier gerade noch, Christopher. Wenn ich das noch dann zeige ich noch mal ganz kurz die Karten dazu. Moment. Also... Genau, wir haben, das ist jetzt sehr klein geschrieben hier, Sonne im Widder, genau, das ist das Erste. Drei der Stäbe. Genau, Sonne dann im Widder. Haben wir Herr der Liebe, ist die drei, Krebs, oh Gott, was habe ich denn hier? Ich kann meine Symbole leider nicht erkennen. Merkur im
Krebs. Merkur im Krebs, drei der Kelche. Mhm. Ja. Dann, wie ich schon sagte, Saturn in der Waage. Saturn in der Waage. Saturn ist in der Waage auch erhöht übrigens, insofern. Aha. Eigentlich und Mars in Steinbock. Ja. Sehr gut. Dann haben wir das auch noch geklärt. Und jetzt gibt es ein Orakel. Und zwar dürft ihr euch wieder für eine der vier Karten entscheiden. Ich schwenke jetzt mal ganz kurz in den Orakelmodus um. Und ihr entscheidet euch bitte für entweder, ihr braucht diese Form der Drei, eine Feuer-Drei, oder ein bisschen mehr Party in eurem Leben. Vielleicht aber auch gibt es eine Entscheidung, die ihr treffen müsst und ihr seid bereit, den damit verbundenen Kummer aufzunehmen. Oder etwas soll gelingen und ihr setzt euch zusammen und bildet einen neuen Tempel. Welche dieser vier Situationen entspricht euch gerade am ehesten und wo hättet ihr denn gerne eine Antwort? Und die Kirsten wird nun jeweils zu den vier eine Karte ziehen als Impuls sozusagen. Was kann ich tun, um das zu verwirklichen? Ja, ich habe jetzt hier um Thema zu bleiben, kabbalistische Tarot mir mal geschnappt. Ja, sehr schön. Ja, dann die rausnehmen. Was war jetzt die drei der Stäbe? Wofür soll die stehen? Ich will was durchsetzen und bin bereit, ins Abenteuer zu gehen. Bitte nicht. Was hast du da? Die drei der Stäbe gezogen. Die Sonne im Widder. Das ist die drei der Stäbe, die ich gezogen habe. Ach, du hast die drei der Stäbe gezogen. Ich habe die drei der Stäbe gezogen. Ja, also alle, die sich für die Stäbe entschieden haben, wissen nun, ihr seid schon weit genug gegangen mit dem, was ihr durchsetzen wollt. Jetzt gilt es noch einmal durchzuatmen, euch einen Überblick zu verschaffen über das, was als das nächste Etappenziel für euch ist und dann einfach weiterzulaufen. Ihr seid schon ein gutes Wegestück gegangen. Und nun müsst ihr nur noch immer in kleineren Schritten denken, als ihr das gerne tun wollt und euch das nächste Ziel vornehmen, bis zu den Bergen, die ihr da am Horizont seht. Okay, aber auf geht's, sagt diese Karte. Ich würde sie mit der Rune Raido verbinden, so von dem, was du gerade schilderst. Mhm. So, wer die drei der Kelche gezogen hat und sich gerne so ein bisschen so eine Situation im Leben wünscht, wie wir abgebildet haben. Ein bisschen mehr Spaß und Freude und Fülle. Claudia, nein, dazu gibt es kein Unboxing, aber das kommt noch. Spaß und Freude. Oh, da habe ich das Aion gezogen. Oje, fett oje. Darunter steht die Zeitenwende. Ach, das ist ein sehr schöner Begriff, den wir alle gerade gerne hören. Und das Aion steht aber natürlich tatsächlich für die Zeitenwende. In anderen Decks ist es das Gericht. Und wir sehen, wie hier aus dem Merkurischen das in Malkut runtergeht bei dieser Karte. Und ja, diese Karte sagt mir, dass wir nicht nur im Augenblick auf all das schauen sollten, was negativ ist bei dieser Zeitenwende, die immer deutlicher für uns alle wird, sondern dass wir gut daran tun. Das habe ich auch in Venedig getan. Einfach täglich auf das zu schauen, was uns glücklich macht. Mhm. Und wenn wir es schaffen, einfach alle im Hier und Jetzt zu genießen, dann kriegen wir vielleicht diese Zeitenwende ein bisschen optimistischer hin, als wenn wir immer nur Doom-Watching betreiben. Ja, passt gut auch zu dem, was ich gestern Abend in der Runenwoche gelegt habe. Passt gut dazu. Ja. Also, wer Freude haben will, achte auch auf die kleinen Dinge, die einem Freude machen.
Manchmal ist man auch zu dritt glücklich. Es muss nicht immer die rauschende Party mit hunderten von Leuten sein. Trefft euch mit Leuten, habt kleine Momente des Glücks miteinander und stärkt so das Glück in eurem Leben insgesamt. Ja. Gut, die Entscheidung. Der Rat für die Entscheidung. Da habe ich auch sehr schön die Hohe Priesterin gezogen. Und ja, die Hohe Priesterin haben wir ja eigentlich auch auf der 2 der Schwerter. Ne? Die sieht ja der Hohe Priesterin sehr ähnlich. Und die sagt euch jetzt, folge deinem Herzen in diesem Fall und nicht so sehr deinem Kopf bei der Entscheidung. Und dennoch wird es eine schwierige Entscheidung sein. Aber es ist für euch ist die Herzensentscheidung dran. Mhm. Ziemlich klar, kurz und knapp. Diejenigen, die hier die 3 der Münzen gewählt haben, die ein Projekt verwirklichen wollen, ins Konkrete kommen wollen, was können die tun und was haben sie zu erwarten? Ich kann es gerade nicht sehen. Okay, ich habe für die Münzen nicht so die allerbeste Nachricht. Da habe ich die 5 der Kelche gezogen, die auch mit der Enttäuschung in Verbindung gebracht wird. Sie ist Mars im Skorpion zugeordnet. Mars ist ja auch eng mit Skorpion verbunden, ne, über den alten Herrscher. Und sagt mir, dass ihr bei eurem Projekt nochmal genau hinschauen müsst. Jetzt, wenn wir auf diese Karte nochmal abzielen hier, da ist ja auch so eine Dunkelheit in dieser Karte. Mhm. Und vielleicht seid ihr zu optimistisch, geht zu schnell voran und müsst euch nochmal Gedanken machen, ob dieses Projekt vielleicht auch wirklich Sinn macht, so wie ihr es jetzt konzipiert habt. Also das heißt, lieber nochmal miteinander konsultieren, die 3 inneren Anteile, lasst sie nochmal eine Runde diskutieren und auch das Für und Wider besser abschätzen, bevor ihr einfach drauf loshämmert. Vielleicht ist das, was sozusagen die Polarität der beiden ist. Ne? Der eine hat ja schon seinen Hammer schon in der Hand und die anderen sagen, Moment, Moment, so schnell bitte nicht. Lass uns das nochmal mit den Plänen vergleichen, denn wenn uns hinterher die Kathedrale über dem Kopf zusammenbricht, weil wir einfach zu schnell vorangegangen sind, dann ist die Enttäuschung groß. Ja. Ja. Ja, das ist doch wunderbar. Liebe Kirsten, ich glaube, dann haben wir unsere Pflicht für heute erfüllt. Es war uns aber eine Freude. Mir war das auch eine Freude, lieber Christopher. Und sind wir nächste Woche wieder live? Ich weiß das gar nicht. Das kommt auf. Okay. Aber eins steht fest, die Magie der 4, die mir jetzt schon Bauchschmerzen bereitet, aber ich werde das durchstehen, wird folgen als nächste Folge. Und ich glaube, es wird sehr, sehr interessant werden. Denn die 4 ist ja eigentlich eine Karte, die auch im Tarot omnipräsent ist. Wenn wir sagen 4 Farben und so weiter und so fort, bin ich schon sehr gespannt. Und ich habe mir überlegt, ob wir, vielleicht hast du ja Lust dazu, dass wir vielleicht nochmal einen Blick auch werfen in andere Tarot-Decks, natürlich eher klassische, jetzt nicht jedes beliebige, das wollen wir eigentlich nicht machen, aber vielleicht könnten wir ja zum Beispiel mal das Crowley-Deck mit dazu nehmen, wenn das in Ordnung ist für dich und für euch natürlich auch. Ich komme damit klar. Ich komme damit klar. Ich sage das nur deshalb, weil mich die vier der Münzen beispielsweise im Crowley-Deck sehr beeindruckt. Vielleicht zeigen wir. Aber vielleicht auch. Das ist eine sehr coole Karte. Wir sind jetzt erst einmal in der 3, wir sind in der Fülle. Ob es mit der 4 weitergeht, wer weiß das schon. Aber wir hören jetzt mal auf. Und ich würde mal sagen, liebe Kirsten, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Was gibt es bei den Mantikern heute noch zu erleben? Ja, um 12 Uhr machen wir heute unser Wochentaroskop, weil wir heute Abend unterwegs sind. Wer Lust hat, kann da gerne einschalten. Ich und Roy werden euch wieder mit Aussagen für die nächste Woche beglücken. Wunderbar. In der Geheimnisakademie kehrt jetzt ein bisschen Ruhe ein und wir sehen uns auf alle Fälle morgen wieder. Nicht, ja, obwohl, seht ihr mich morgen wieder? Nein, ihr seht mich morgen wahrscheinlich nicht wieder, aber ihr seht mich wieder. So viel sei schon mal verraten. Vielen Dank, liebe Kirsten.
Und vielen Dank, ihr da draußen. Es gibt eine Gewissheit und die lautet, wir sehen uns wieder, ganz bestimmt. Das tun wir. Thank you.